wunderschönen Freitagabend wünsche ich dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es 20 Uhr und jetzt heißt es mal wieder, ein Motivationstipp für die heutige Woche steht an. Und wie du es im Titel lesen kannst, geht es jetzt einfach mal um deine nächsten 30 Tage ab jetzt. Die 30-Tage-Routine. Hast du es schon mal durchgezogen, 30 Tage lang wirklich mal was durchzuziehen? Also wirklich ohne Wenn und Aber, 30 Tage Routine. Und zwar, wichtig dabei ist, dass du wirklich positiv daran gehst und am ersten Tag hat man ja immer noch so eine Motivation, ne? Also da willst du das ohne Wenn und Aber erreichen und denkst dann auch, ja, das ziehe ich jetzt durch. Und dann passiert irgendwann mal so ein Diagramm, also das ist das Motivationsdiagramm. Motivation ist ganz oben und dann die 30 Tage. Hier am ersten Tag 1 und hier ist Tag Nummer 30. Und am ersten Tag hast du so eine Motivation und auf einmal passiert am Tag 5 zum Beispiel irgendwie ein Missgeschick. Es funktioniert nicht. Zum Beispiel nehmen wir mal an, du willst in der Schule besser werden oder du willst vielleicht auch im Sport dich verbessern, im Fitnessstudio Muskeln aufbauen oder abnehmen oder sonst irgendwas. Ja? Und dann passt das Training nicht oder du stehst mit dem falschen Fuß auf und irgendwie funktioniert es nicht und du hast einen Durchhänger. So, was passiert? Deine Motivation sinkt. Und du siehst aber, du hast hier diese 30-Tage-Challenge. Jetzt ist es an dir, genau an diesem Punkt zu sagen, ich ziehe es weiter durch oder ich stoppe es. Und viele, viele, viele sind an diesem Punkt genau da, dass sie dann stoppen. Und wie ich dir zeige, dass du weitermachst, da gebe ich dir genau jetzt einfach mal ein paar Tipps, dass du gerade, wenn auch mal genau sowas kommt, dass du dann trotzdem weitermachst und die 30 Tage ohne Wenn und Aber durchziehst. Und zwar ist es ein täglicher Tipp, eine tägliche Routine mit dem Erfolgstagebuch. Das Erfolgstagebuch bringt dir täglich Motivation. Das heißt, wenn du hier an einem Tag eine Sache, wenn dir eine Sache nicht gelingt, ja, sorgt das Erfolgstagebuch dafür, dass deine Motivation wieder nach oben geht, wenn du dir auch vergangene Erfolge bereits durchgelesen hast, die du erreicht hast. Ja, und dadurch erreichst du so viel, viel leichter deine 30 Tage und es funktioniert einfach. Und das ist mein täglicher Tipp an dich. Schreibe täglich mindestens 3 Erfolge jeden Abend vorm ins Bett gehen in dein Tagebuch auf, wo wirklich nur positive Dinge drinstehen, die du am Tag gemacht hast. Dazu kannst du auch gerne mal in den Link hier in der Bio klicken. Da gibt es nochmal ein E-Book extra für dich, was das ganz gut beschreibt. Und was noch hilft, ist positives Denken. Sagt sich so leicht, ist auch leicht. Denn wenn du mit der Einstellung in den Tag gehst, entweder ist das Glas halb voll oder halb leer. Die Entscheidung liegt bei dir selbst. Und wenn du sagst, ich will die 30-Tage-Challenge durchziehen, ich will das Ziel erreichen und du gehst positiv daran, bist nicht verbissen, sondern mit einer Natürlichkeit und Lockerheit, dann schaffst du diese 30 Tage ohne Wenn und Aber. Und aus den 30 Tagen werden die nächsten 30 Tage, die nächsten 30 Tage, bis es zu einer absoluten Gewohnheit wird. Weil wir sind so programmiert mit unserem hübschen Gehirnchen, dass wir Informationen immer wieder erleben müssen, dass das dann so einprogrammiert ist, dass es automatisch läuft. Und wenn du sagst, ah, ich bin früh Aufstehmuffel und du willst endlich anfangen, früh aufzustehen, dann fang noch jetzt damit an. Fang morgen früh damit an, früh aufzustehen und zieh es einfach mal durch. Und wenn du es geschafft hast, ist es schon ein Erfolg. Dann feier diesen Erfolg. Denn dann kannst du sagen, ja, schon wieder was geschafft.
Und das trägst du dann abends immer in dein Erfolgstagebuch ein. Und so kannst du das kontinuierlich durchziehen. Und das ist mein heutiger Tipp an dich. Zieh die 30 Tage einfach mal durch. Schreib doch auch mal in die Kommentare, welche 30-Tage-Challenge du ab sofort, ab heute durchziehst und womit du dich committest. In die Kommentare einfach mal reinschreiben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder um 20 Uhr am Freitag zum neuen Motivationstipp, auch mit einem ganz spannenden Thema. Also schalte ein. Und passend hier zu diesem Video findest du über unsere Webseite mentalcoaching24.com auch einen Blog passend dazu, wo du auch nochmal ein bisschen nachlesen kannst. Und natürlich auch immer auf Instagram, auf Facebook, auf allen sozialen Medien kannst du mir gerne folgen. Und natürlich auch hier, wenn du es noch nicht machst, drück kostenlos auf Abonnieren, dann verpasst du gar nichts mehr. Like das Video, kommentiere und teile es mit deinen Freunden und allen, den du kennst. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz erfolgreiche Woche und mega viel Spaß bei deinen 30 Tagen. Und zieh's durch, denn es liegt in deiner Hand und du kannst alles schaffen, was du willst. Also beweist es nicht mir, nicht irgendjemandem, sondern deinem Spiegelbild und dir selbst, dass du es kannst. Denn du bist großartig.